Ziemlich robuster Polizeieinsatz in Berlin am gestrigen Tage und heute 5 Razzien in der Stadt. Jetzt geht es Ihnen an den Kragen, den Hamas Melonen, wie Sie immer sagen. Kommt mit, wir schauen rein. Habt ihr sie gesehen? Schaut mal, sie ist ganz schön breit für ihre Größe. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht. Schussmischen, Schussmischen. Hände runter, Hände runter, Hände runter. Heute sieht man euch auf Al Jazeera. What the fuck? Was ist das? Ich will schon zurück. Ich kann nicht weiter, gerade zurück. Siehst du, dass hinter mir die Leute stehen hier oder nicht? Ja, aber dann schuss mich nicht. Hände runter. Bis hierhin, den Rest bitte neben mir betrachten. Das war ein ganz normales Versammlungsgeschehen in Berlin, wie wir das kennen, und zwar Tag ein, Tag aus. Jeden Tag wird in dieser Stadt demonstriert, und zwar aus der pro-palästinensischen Szene heraus rund um den Nahostkonflikt. 220 Einsatzkräfte waren hier notwendig. Am Anfang gab es 350 Teilnehmende. Am Ende waren es fast 800. Da es dann wie jeden Tag zu Flaschenwürfen und zu Steinwürfen auf die Polizei gekommen ist, wurde diese Veranstaltung dann wieder vorzeitig beendet und die Polizei hat gebeten, die Beteiligten sollen das Versammlungsgeschehen verlassen. Daraufhin gab es diesen Polizeieinsatz, den ihr eben gesehen habt, weil natürlich in Berlin sie sich an alles halten, aber selbstverständlich nicht an das, was die Polizei gesagt hat. So gibt es diese Bilder jeden Tag in Berlin. 7 Tage die Woche und nächste Woche schon ein Jahr. Der 7. Oktober, der Jahrestag, und die Schlinge um den Hals, die sogenannte Hanfkrawatte, sie zieht sich jetzt wirklich zu. Denn im Vorfeld des Jahrestages des 7. Oktober wird es hier in Berlin große und vielfältige Polizeieinsätze geben. Davon gehen einige Beobachter definitiv aus. Dazu kommt noch, ihr erinnert euch vielleicht an den Hisbollah-Jungen, der am 12. August auf einer Demo auf dem Alexanderplatz offen kundgetan hatte, er ist Mitglied der Hisbollah. Das BKA wollte meinen Hinweis nicht haben, der Staatsschutz in Berlin, der weiß es. Dem Generalbundesanwalt, den habe ich einen Brief geschickt. Und soll ich euch was sagen? Am 4. Oktober gibt es eine Antwort auf eine schriftliche Einzelfrage im Deutschen Bundestag. Da wird nämlich ganz genau nach diesem Vorfall gefragt, mit meinem Video als Referenz und meinem Hinweis an den Generalbundesanwalt als Referenz. Es wurde jetzt hier aber heute schon im Vorfeld, heute früh in Berlin-Friedrichshain, in Berlin-Pritz, in Gropiusstadt, in Tegel und in Schöneberg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin 5 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Ich dachte ja erst, es geht hier vielleicht auch um diesen Hisbollah-Jungen, der jetzt dann doch festgenommen werden müsste, wenn es jetzt auf einmal Abgeordnete gibt, die da ganz genau nachfragen. Nein, es waren heute mit Unterstützung von Hundertschaften über 125 Polizisten im Einsatz 5 Wohnanschriften von Beschuldigten der pro-palästinensischen Szene zu durchsuchen. Es liegen hier diverse Straftaten vor. Der erste, ein 20-Jähriger, ist des Landfriedensbruchs verdächtig. Er soll Teil einer Gruppe von etwa 150 Personen gewesen sein, die am Abend des 11. Juli 2024 durch die Sonnenallee in Neukölln gezogen sind und durch deren Mitglieder dabei verschiedene Gegenstände in Brand gesetzt und zerstört wurden. 150 Personen brandschatzend in Neukölln. Einen besuchen sie zu Hause. Ein 18 Jahre alter Mann ist hier des Landfriedensbruchs in Tateinheit mit versuchter gefährlicher Körperverletzung verdächtigt. Er soll am Abend des 12. September 2024 bei der Eröffnung des Zentrums für Kultur und Urbanistik aus einer Gruppe von etwa 40 Personen einen Mikrofonständer in Richtung des Senators für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt Joe Cialo geworfen und dabei eine Frau getroffen haben. Es sollen dabei noch verschiedene Parolen skandiert worden sein. Aber da seht ihr mal, wenn hier ein Politiker angegriffen wird, wie schnell dann auf einmal Ermittlungen auch zu Ermittlungsergebnissen führen. Da wird dann einfach mehr Personal eingesetzt und auf einmal konnte man dann hier einen identifizieren, der anscheinend der Tatverdächtige sein soll. Gegen einen 31-Jährigen wird hier in 2 Fällen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt. Er soll am 12. Dezember 2023, ja,
23 und sie durchsuchen heute auf Instagram einen Post der ARD, der Tagesschau, mit dem Wunsch nach einer Rückkehr Adolf Hitlers und einem anderen Post mit dem Wunsch eines erneuten Holocaust kommentiert haben. Da würde mich ja wirklich mal interessieren, wer das zur Anzeige gebracht hat. War das die Tagesschau selbst mit ihrem Social-Media-Team oder war das irgendeine KI? Es gibt jetzt künstliche Intelligenz, die das Internet nach Hasskommentaren durchsucht. So, dann ist diese Firma, muss ich euch, glaube ich, mal vorstellen. Jetzt gibt es hier noch einen Verdacht gegen einen 40-jährigen, Achtung, Tattag, 9. Oktober 2023. Ja, genau. Sie warten ein Jahr lang. Es geht hier, er hat auf TikTok 2 Tage nach dem Angriff auf der Hamas hier Forderungen der Hamas mit der Beseitigung des Staates Israel kommentiert, die Beteiligung der Attentäter und Terroristen glorifiziert. Das Vorgehen auf dem Weg hin zu einer islamischen Welt als Teilsieg eingeordnet. Jetzt gibt es noch einen 25 Jahre alten Mann, der steht im Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Ich dachte erst, oh, vielleicht mein Freund. Nein, 13. April 2024. Wieder auf Instagram ein gepostetes Video, in dem eine Gruppe von Menschen, die der Hamas als Kennzeichen zuzuordnende Parole From the River to the Sea skandiert haben. Und da muss man sich nur mal fragen, das machen jeden Tag 1000 Leute in Berlin, die hier demonstrieren. Die rufen alle From the River to the Sea. Es ist hier dann die konkrete Auslöschung des Staates Israel befürwortet worden. Ja, machen sie hier jeden Tag zu Tausenden auf der Straße, passieren tut wenig. Jetzt wurden heute Mobiltelefone, Computer, sonstige Datenträger und weiteres Beweismaterial sichergestellt. Es ist jetzt der Fortgang der Ermittlungen abzuwarten, auch im Hinblick auf die Urheberschaft der genannten Social-Media-Aktivitäten bzw. die mutmaßliche Vernetzung der Beschuldigten in der pro-palästinensischen Szene. Festnahmen erfolgten selbstverständlich keine. Ja, bestes Deutschland aller Zeiten, ja, hier gibt es Leute, die... Nee. Da kann ich mich auch 5-mal im Kreis drehen, davon wird es nicht besser. Es ist absoluter, völliger Wahnsinn. Jetzt gehen sie hin und man dachte, diese Woche gibt es jetzt hier wirklich Razzien, Festnahmen, Durchsuchungsbeschlüsse und dann kommen sie heute, 5 Durchsuchungen am Montag und 5-mal, ja, wir nehmen jetzt keinen mit, aber gib mir mal dein Telefon, kauf dir dann halt mal ein neues vom Bürgergeld. Es ist, wenn es nicht so traurig wäre... Den einzigen wichtigen dabei jetzt war der von Joe Cialo, also das ging schnell, das war 12. September, zack hier, also keine 4 Wochen danach gibt es eine Durchsuchung. Der Rest, Leute, das ist peinlich, ja, 9. Oktober, Volksverhetzung und dann kommt ihr jetzt, ja, am 30.09. ein Jahr später. Ja, genau. Wie sieht das aus? Wie blinder Aktionismus und genau das machen sie hier. Die Berliner Polizei, auf den Straßen, denen werfe ich das gar nicht vor. Es ist ja die obere Etage, die das entscheidet und da gibt es ja auch eine Präsidentin der Berliner Polizei, die im Gespräch ist, Präsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu werden. Da hat man natürlich als Leitungsebene in Berlin einen ganz anderen Prioritätenmaßstab als die Kollegen draußen, die auf Streife sind. Und das sehen wir jeden Tag. Diese Stadt, sie erodiert einfach weiter. Man muss Angst haben auf der Straße. Man darf hier nicht mal mehr mit einer Israel-Fahne durch diese Stadt laufen, da wird man richtig gesteinigt. Mit der deutschen Fahne weiß ich es gar nicht, wird wahrscheinlich teilweise noch gehen. Es ist einfach völlige Katastrophe, aber das ist ein CDU-geführter Senat unter Herrn Wegner. Den Kita-Streik konnte er vorerst abwenden, die Berufung wird folgen. Alles andere in dieser Stadt wird kaputt gespart. Es ist einfach Katastrophe. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Ich weiß, hier schauen auch Leute zu aus Britz, Friedrichshain, Gropiusstadt wird immer kommentiert, Tegel und Schöneberg selbstverständlich. Also wir sind alle betroffen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Schreib mal deine Meinung. Auch wenn du weiter weg wohnst, dann bist du sicherlich weniger betroffen wie wir armen Leute hier in der Hauptstadt. Manche Leute müssen hier einfach noch die Stellung halten, so wie ich. Deswegen bin ich hier. Schreib mir deine Meinung unter dieses Video, abonniere diesen Kanal und damit ciao. Bis bald.